Hi, heute schauen wir mal in die Sarah Harrison X About Food Box hinein. Die ist jetzt im August bei mir eingetroffen, also wird es die August, September, Oktober, November Ausgabe sein. August, September, Oktober Ausgabe sein. So, 29,90 Euro kostet die, glaube ich, pro Box und pro Box. Und sie enthält 6 bis 8 Produkte aus den Bereichen Food und Beauty, aber vor allem aus dem Bereich Food. So, und jetzt schauen wir mal hinein. Es ist eine wunderschöne, riesig große Box und ich freue mich eigentlich immer wieder drüber. Und ich, wenn sie auch ankommen, denke ich mir, ja, richtig cool und so. Aber manchmal sind hier dann Produkte drin, wo ich mir denke, genau. Und ich möchte einfach mal schauen, ob ich die Box auch weiterhin behalten möchte. Es ist halt immer wieder so ein Glücksspiel, dass ich mir denke, ach, vielleicht ist die nächste Box ja besser oder so, ne? Aber ja, wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein. Ich habe jetzt den Deckel entfernt. Full of Love steht hier vorne drauf und die fühlt sich auch wirklich schwer an. Also da wird auch irgendwas Derbes drin sein. Da müssen wir mal gucken. Ich mache mal hier den Klebi auf und dann bin ich sehr gespannt, was die liebe, was die liebe Sarah Harrison uns in ihrem Booklet zu sagen hat, was sie sich beim Packen der Box gedacht hat oder beim Konzipieren der Box. Denn hier steht auch immer so eine kleine Einführung drin. Hey du, gefühlt haben wir gerade erst die Maibox versendet und plötzlich ist schon wieder August. Ich liebe das gute Wetter einfach. Viel draußen sein, am Strand liegen und die Sonne genießen. Abends mit der ganzen Familie im Freien essen. Um dir den August zu verschönern, habe ich 7 tolle sommerliche Produkte ausgesucht. Zum Beispiel knusprige Cracker mit Pfeffer und Salz aus Griechenland. Und Fruchtgummi, das so richtig fruchtig und saftig nach Pfirsich schmeckt. Als Beauty-Produkt entdeckst du ein tolles Trockenshampoo von Fashi, falls es mal schnell gehen muss und die Haare einen frischen Kick brauchen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deiner Augustbox und noch einen wunderschönen Sommer. Genieß die Zeit mit deinen Lieben. Deine liebe Grüße, deine Sarah. Ja, vielen, vielen Dank. Wir schauen da mal rein. Hier sind die Produkte aufgeführt und dann haben wir hier hinten auch immer so ein Rezept mit dabei. Das ist jetzt der Feta-Dip. Das hört sich interessant an. Oh, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und da wird auch wohl ein Produkt mitverwendet, was wir hier in der Box dann auch finden werden. Preise sind nicht aufgeführt, die suche ich euch dann raus. Die meisten Sachen finde ich auf der About Food Homepage und die Beauty-Produkte halt generell im Internet. Dann habe ich hier auch noch so von Frio oder von Teekanne den Frio Kaltaufgießen Classic Eistee Pfirsich mit drin. Das ist hier einfach als Goodie in der Box unten im Karton gewesen. Sowas trinke ich gerne. Ich habe jetzt aktuell auch einen Eistee am Start, also der ist jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal am Durchziehen. Da ist der Geschmack schon ein bisschen raus, aber er ist immer noch ein bisschen vorhanden. Also es ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Das hier sind dann wohl die krassen Fruchtgummis. Happy Candy Pfirsich. Da haben wir Daily Dose of Happy drin. Süß. 50 Gramm. Und ja, ich mag Fruchtgummis. Ne? Kann man sich auf jeden Fall gerne mal essen. Hört sich für mich ganz lecker an und eine hohe Ballaststoffquelle ohne tierische Gelatine. Gelatine ohne Endclaudi. Nur natürliche Farben und Aromen ohne Zuckerzusatz. Jo, auf jeden Fall eine coole Sache. Mag ich. Also ein schöner Snack für zwischendurch mal. Dann, oh, hier sind viele große Sachen auch drin. Und schöne schwere Sachen. Das freut mich. Wenn die Box halt wirklich auch schön gefüllt ist und nicht nur Verpackungsfüllmaterial drin ist. Das finde ich auch praktisch. Cassina San Cassiano, vegane Tomatensoße, Arrabbiata-Soße aus 100% italienischen Tomaten und Chilischoten. Das ist klasse. Sowas habe ich gerne bei uns in der Vorratskammer, dass wenn halt einfach mal Not am Mann ist oder wir einfach keinen Bock, keine Zeit hatten zu kochen, dass man sich einfach vielleicht ein paar Nudeln macht, die Soße drüber, fertig ist die Laube. Ne? Das finde ich schön. Das ist eine ganz, ganz gute Sache. Und jetzt halt auch vielleicht so Richtung Sommer, dass man denkt, mehr so Zeit mit den Liebsten verbringen und nicht am Herd. Vielleicht so. Finde ich gut. Dann habe ich hier was drin, was man dann mit dem Feta-Dip zusammennehmen kann. Sowas mag ich auch. Das hatten wir auch schon mal da. Adonis Keto Crackers Black Pepper and Sea Salt. Plant-based, 100% plastikfrei. Ja, auch da, also hört sich gut an. 60 Gramm haben wir hier drin. Sowas snacke ich auch gerne zwischendurch oder mache mir da halt irgendwas Herzhaftes tatsächlich drauf und esse es dann. Ne? Deswegen ist die Idee mit dem Feta-Dip schon mal richtig cool. Also alle 3 Produkte, die jetzt hier drin sind, finde ich gut und würde ich auch gerne behalten tatsächlich. Dann habe ich hier drin Salted Date Peanut Butter Crunchy. Oh Gott, hörst du dich lecker an. Von Jumello. Hello Yummy. Also Erdnussbutter. Erdnussbutter mit salzigen Datteln, crunchy, 200 Gramm. Ja, auch sowas finde ich ansprechend. Finde ich cool,
Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Nicht jeder mag Erdnussbutter, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist irgendwie auch ein bisschen flüssig, weil es hier relativ warm ist, ne? Und deswegen, also finde ich gut. Wie lange ist sowas haltbar? Ja, Juli 2024, ist ja ewig und 3 Tage, ne? Und jetzt kommen wir zu, nee, hier habe ich noch ein kleineres und dann habe ich hier auch größere Sachen gleich drin. Hier sind Femgums drin von Fembites. Zyklus Balance mit Eisen, Zink, Niacin, Biotin, Vitamin B6 und B12. Ja, Energy Boost bei Bye Mood Swings für Haut und Haare. Ja, 74 Gramm. Ich bin bei sowas halt immer, es ist schön, wenn das halt irgendwie auch so schöne Sachen enthält, die dann in dem Sinne auch einem helfen. Und es soll ja auch Femgums sein, ne? Und deswegen macht es mit dem Eisen auch durchaus Sinn. Ich kenne halt einfach im näheren Familienumfeld jemanden, der absolut sowas nicht essen dürfte. Wenn er sowas essen würde, wäre das für ihn ganz, 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 ganz schädlich. Deswegen weise ich halt immer darauf hin, dass man sich einfach so ein bisschen mal auch informieren sollte, ob man gewisse Sachen essen sollte oder nicht. Weil wenn er halt etwas mit extra viel Eisen oder sowas angereichert ist, man selber aber jemand ist, der schon viel zu viel Eisen im Blut hat, dann sollte man auf sowas verzichten. Aber ich glaube, gerade zum Beispiel bei Veganern ist es ja so, dass die ja relativ wenig Eisen im Blut haben, ne? Weil das kriegst du halt, wenn du sehr viel Fleisch isst. Dann macht es durchaus Sinn, dass sowas hier in der Box mit dabei ist, weil ich meine, Sarah Harrison lebt auch vegan und dann hast du halt bei manchen Produkten, das passt halt schon ins Bild, ne? Aber wenn ich halt dann an die Person aus meiner Familie so denke und er das dann essen würde, das wäre gar nicht gut. Das wäre wirklich nicht gut. Und deswegen bin ich da halt einfach immer vorsichtig und gebe euch da einfach noch den Tipp mit an die Hand. So einmal im Jahr lasst ein Blutbild machen, lasst euch da einfach mal beim Arzt durchchecken, ne, was einfach so bei euch abgeht und dann kann man sowas auch zu sich nehmen. Für mich ist es zum Beispiel so, ich habe einen Eisenmangel, für mich wäre sowas traumhaft, ne? Also ich werde es auch essen, definitiv. Genau, ja. So viel dazu. Nahrungsergänzungsmittel ist immer eine ganz schwierige Sache. Wobei das nicht wirklich... Doch, das ist schon irgendwie Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Das ist ja genau wie diese H-Vitamine. Ach, guck mal. Und zu der Arabiata-Soße haben wir hier sogar noch die passenden Nudeln mit am Start. Das finde ich ja gut. Was? Spaghetti alla Chitara Vollkorn. Hä? Viereckige Spaghetti und womit? Perfekt mit Pesto und cremigen und glatten Soßen. Okay. Bissfest. Bissfest. Ist wohl die Marke. 500 Gramm. Das derbe, ne? Finde ich gut. Nudeln? Da hast du nie zu viel da, finde ich. Das zusammen mit der Soße, wie gesagt, feiere ich hart. Und jetzt kommen wir zu dem Trockenshampoo. Ich meine, das ist auch ein relativ gehyptes Produkt. Das meine ich auch schon mal gehört zu haben. Save the Day Trockenshampoo Schaum von Fishy. With Love von Christina und kenne ich nicht, Mumu oder so? Sicherlich heißt sie nicht Mumu. Okay, und ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was man durchaus gebrauchen kann. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Trockenshampoo, aber das ist eine persönliche Präferenz, ne? Das heißt, das Beauty-Produkt, was jetzt hier in der Box drin enthalten ist, ist jetzt einfach nichts für mich. Die Food-Produkte, die hier drin sind, finde ich schon schön. Also die werden wir auch so zu uns nehmen. Ja, also für mich hat sich die Box schon gelohnt. Ist so, ne? Also auch wenn das Trockenshampoo wahrscheinlich den Wert ja noch ein bisschen höher gebracht hat und so, aber ich glaube, die anderen Produkte sind schon, dass ich preis-leistungstechnisch ganz gut dabei rauskomme. Ich hatte halt auch schon Momente, wo ich vielleicht nur ein oder zwei Produkte behalten habe, dann hat sich das halt nicht so für mich gelohnt. Aber dafür mache ich ja zum Beispiel auch hier die Unboxings, dass ihr euch das anschauen könnt, was so in so einer Box drin ist und ihr euch überlegen könnt, ob das was für euch ist. Es ist ja immer eine persönliche Sache mit den ganzen Beauty und Food und Lifestyle-Boxen, ne? Dass man einfach für sich schauen muss und entscheiden muss, was einem da am liebsten ist. Ja, ihr Lieben, das wäre es gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!